Krach. Guten Morgen, wo sind wir denn heute? Auf dem Görlitzring, Hagenwerder. Hagenwerder, wir sind hier in der Simpson-GP-Saison 2017. Das ist persönlich mein 10. Jahr. Ich bin schon ein bisschen am Abschlafen. Ich fühle mich wie Valentino Rossi in seinen abtretenden Jahren. Wir haben hier jetzt schon ein paar Rennen hinter uns. Ich mache trotzdem noch ein kleines Video für euch. Wir haben hier die neue Klasse Stock 85. Erzähl mal, was ist denn das eigentlich? Stock 85 ist eine neue Klasse, die relativ Simpson-nah ist, um Einsteigern besser die Rennserie näher zu bringen. Sah auch ziemlich spektakulär aus. Die haben sich hier zu zweit ganz schön gebettelt. Aber was ist denn passiert? Ja, dann gab es eine blaue Flagge für zwei Leute und auf einmal sind drei durchgefahren. Also Patrick Mix, du wirst hiermit öffentlich diffamiert. Im nächsten Rennen wirst du dich reparieren und bei der nächsten blauen Flagge mal schön zur Seite fahren. Ansonsten schauen wir uns die restlichen Rennen mal noch an, mal sehen, was hier noch geht. Ich bin echt gespannt und mal sehen, ob es nochmal regnet. Hoffentlich bleibt es trocken. Bis später. Sieht gut aus. Wir haben gerade den Beweis erbracht, dass auch andere Leute mit der 50er und der Tuning 85 gewinnen können, außer ich. Ich tue zwar ein bisschen abscheißen, aber ich bin auch alt. Und jetzt? Ja, war geil auf jeden Fall. Geil, oder? Ja, richtig geil. Übelsten Vorsprung rausgefahren, ich habe ja die ganzen Stürze gefilmt. Das könnt ihr euch nochmal reinziehen. Das ist halt, jetzt wisst ihr mal, wie wir uns immer fühlen, wenn es hier anfängt, mittendrin zu pinkeln. Jetzt wieder der übelste Sonnenschein, das sind vielleicht 3 Minuten vergangen. Ja, und jetzt, zweiten Rennen? Ja, werden wir nochmal alles geben und versuchen wir, die 1 zu halten. Das war doch was. Hier haben wir im Tuning 50 Moment mal die Meisterschaft gewinnen. Das wär mal ein richtiger Traum. We'll be right back.
Jetzt ist das oben 50 Rennen zu Ende. Was hast du hier gemacht für einen Platz? Was denkst du? Ja, erster, denke ich. Ich glaube, zweiter, ne? Ja. Ja, zweiter. Wie weit seid ihr angereist dieses Mal? 650 Kilometer. Die Jungs sind ja 650 Kilometer tief aus dem Westen angereist. Ja, gibt doch was Positives aus dem Osten, oder? Nö. Scheißwetter habt ihr hier. Ja, wir haben ja wirklich Scheißwetter. Ein übelstes Kapriolenwetter. Das zweite Rennen, das habe ich auch noch im Regen bestritten, habe von meinem fünften Platz mich leicht verbessern können. Auf dem ersten ganz knapp um Haaresbreite. Es war spannend wie so. Also mir hat es getaugt. Ja, aber so eine Wechselbedingung ist richtig kacke, oder? Ja. Naja, wollen wir hoffen, das zweite Rennen ist auf dem Erzgebirgsring, ist in einem Monat und dann ist übelst geiles Wetter. Wir werden uns dort massiv die Kante geben, griffige Strecke und dann geht's mal richtig ab. Auf jeden Fall. Valentino Rossi und Marc Lorenzo sind voll mit dabei. So. Hier wieder ein Neueinsteiger aus der Kategorie. Ich bin neu, sehe aber nicht so neu aus. Volker, wo kommst du her? Erzähl uns das mal. Aus dem tiefsten Niedersachsen. Ja. Also kein Navi findet das, der Ort ist unbekannt. Also so ein Dreieck zwischen Hamburg, Hannover und Bremen. So ja. Mittendrin. Und fährst du dieses Jahr Stock 85-Klasse mit? Genau, ich wollte eigentlich die gesamte Saison durchfahren. Mhm. Sehr geil. Und weißt du eigentlich, dass du jetzt Zweiter geworden bist mit deinem Regenfahren hier? Habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich habe immer nur rechts und links neben mir Mopeds liegen sehen und bin möglichst durchgefahren. Die Gegner, die lagen reihenweise am Boden nach Volker, dass er einfach mal zügig und ordentlich durchgefahren. Und was sagst du denn? Resümee? Die Maschine funktioniert tadellos. Bei mir ist noch echt viel Potenzial. Das heißt, erstmal die ganzen Flüchtigkeitsfehler ausschalten, ein bisschen trauen. Genau. Also da geht noch was. Ich hoffe, das kommt dann im Laufe der Saison noch. Ja. Okay, also dann großes Lob an den Jeffrey Wiesner, der ihm die Karre hier gemacht hat. Sogar noch den Auspuff dem Regelwerk richtig angepasst. Hier, schöne Grüße an dich. Hallo Jeffrey.